Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zero Generation, andersrum. Wir sind jetzt wieder zurück im Safe House. Ich wollte nämlich, nachdem ich das letzte Mal die Folge aufgenommen habe, speichern. Und habe im, wenn man aber hier, ich zeig's euch kurz, weil das ist wirklich verwirrend, finde ich. Wenn ich auf zurück ins Hauptmenü gehe, steht da, willst du das Spiel wirklich beenden? Sämtlicher Spielfortschritt geht verloren. Das klingt ziemlich dramatisch. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, dass jetzt sämtlicher Spielfortschritt verloren geht, nicht nur seit dem letzten Save, sondern sämtlicher, ist nicht so cool. Jetzt habe ich mal im Internet nachgeguckt und da stand überall, man soll einfach in die Basis schnell reisen. Das geht nämlich. Man kann in seine Safehäuser schnell reisen, wusste ich auch nicht. Und dann speichert es da eigentlich immer. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Kann ich auch zu meinem Fahrrad reisen? Habe ich schon befürchtet. Aber, was ich jetzt ein bisschen doof finde, ist, ich habe irgendwie gelesen, dass Gegner neu spawnen. Und das ist echt seltsam, weil einerseits sagt das Spiel quasi, wirbt das Spiel damit. Das ist so ein bisschen in den Trailern und so, wird das so als ein zentrales Feature verkauft, dass die Welt wirklich persistent ist und alle Roboter immer zu jedem Zeitpunkt getrackt werden und eben... Das Spiel merkt sich genau, wer, wo, wann, wie verletzt wurde und so weiter und so fort. Scheinbar passiert aber, und das finde ich wirklich seltsam, dass Gegner wirklich eben neu spawnen, also dass neue Gegner in der Welt erscheinen, was ich schon mal blöd und komisch finde. Und viele berichten davon, dass wirklich auch deren Safehäuser quasi 5 Minuten, nachdem die die ausgeräumt haben und die gehen zurück, weil die was vergessen haben oder teleportieren sich schnell zurück, weil sie was managen wollen und dann sind da wieder die Gegner, die sie gerade weggeschossen haben. Und erstens finde ich das furchtbar nervig und zweitens verstehe ich nicht, wie das zu einer angeblich persistenten Welt passen will. Manche glauben, dass das Bugs sind, andere glauben, das ist ein Feature, man weiß es nicht. Die ganzen Posts, die ich gefunden habe, sind auch schon ein bisschen älter. Die neuesten Posts, die ich zu dem Thema gefunden habe, sind auch schon wieder viele Monate alt, über ein halbes Jahr. Deswegen bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Aber scheinbar können Gegner durchaus respawnen und keiner weiß so recht, ob das Absicht ist oder nicht. Es wurde auch immer wieder geschrieben, dass Gegner auch beim Schnellreisen respawnen sollen, aber in meinem Fall liegen die jetzt hier immer noch rum. Außerdem gibt es wohl sogenannte Zombie-Gegner, auch da ist sich keiner sicher, ob das ein Feature ist oder ein Bug, weil scheinbar besiegte Roboter nach einer gewissen Zeit manchmal wieder leben, aber dann sofort sterben durch einen einzigen Schuss mit der Pistole im Grunde. Und auch, wie gesagt, auch da ist sich keiner sicher, was das sein soll. Also im Endeffekt habe ich so rausgefunden, dass sich keiner sicher ist, was zur Hölle eigentlich los ist. Ich weiß nur, dass hier irgendeine komische Antenne ist, die irgendein Störsignal sendet. Und die schaue ich mir jetzt mal an. Es gibt halt Gegner, die durch die Welt wandern. Manche haben auch schon gesagt, na, ich glaube, in Wirklichkeit sind das nur Gegner, die zufällig irgendwo vorbeikommen, wo du schon mal warst. Und deswegen meinst du, die respawnen, aber es respawnt gar nichts. Aber andere sagen, nee, nee, hier 3 von den Gegnern, 3 von den Gegnern, 2 von den Gegnern, immer wieder, wenn ich zu dem und dem Ort gehe. Deswegen, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da oben Hündchen. Und ne, ah, die sind bei der Störantenne. Wo ist er denn? Oh, der kommt auch hierher. Okay, ich sollte mich echt mal heilen. Ich habe irgendwie ganz schön was abbekommen. Ich weiß immer nicht, wie viel die Dinge heilen. Ich sollte mal... Ich nehme mal 2 und dann schauen wir mal, wo wir energietechnisch landen. Ah ja, die heilen gar nicht so viel. So Pi mal Daumen 25. Könnte das hinkommen. Circa. So, machen wir jetzt hier was? Mache ich das kaputt? Ist das mein Freund? Ist das schlecht? Weiß ich nicht. Ah, hält auf jeden Fall ganz schön was aus. Ich meine, ich habe viel Pistolenmunition. Aber komisch ist es schon.
Das verwirrt mich, weil mir das Feedback gibt, ne? Das reagiert auf meine Schüsse. Aber es wirkt jetzt irgendwie ehrlich gesagt nicht so, als ob ich es kaputt machen könnte, oder? Sie sind lächerlich stabil, die Dinger. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Kriege ich vielleicht auf der Karte mehr Informationen dazu? Unbekannte Signalinterferenz. Nee, wirklich. Interagieren kann ich auch nicht damit. Tja. Weiß ich jetzt auch nicht, was mir das Ding sagen will. Komisch, oder? Habe ich da vielleicht eine Mission, die irgendwie damit zusammenhängt? Eine Nebenmission? Nee, wirklich. Tutorials. Vielleicht ist da was. Verzeihung. Ich schau mal weiter unten. Fertigung. Der Sensenmann-Tank. Nicht zu unterschätzender Gegner. Oh Gott, ich glaube, den habe ich noch gar nicht getrunken. Getrunken? Was? Getroffen? Wie komme ich denn auf Trinken? Vielleicht wegen Tank, Flüssigkeit und ich höre das Meer rauschen im Hintergrund. Wahrscheinlich deswegen. Uiuiuiui. Nö, keine Ahnung, was mit diesen Dingern ist. Aber wisst ihr was, jetzt sitze ich schon hier. Jetzt bin ich schon hier bei so einem Ding gelandet. Jetzt google ich das mal schnell. Verlassener Anlegesteg, Fahrzeug, Relais, Antenne. Ich google das wirklich mal kurz. Weil sonst ärgere ich mich. Irgendwann finde ich dann was raus, was ganz offensichtlich ist. Generation Zero. Relay Beacon. Mal schauen. What do you do with Relay Beacons? Shoot it? Aha, man soll es wirklich einfach zerstören. Die halten nur echt viel aus. Ich hätte jetzt wirklich gar nicht mehr weiter drauf geschossen, weil ich mir gedacht habe, ne komm, vier Pistolenmagazine ist ja lächerlich. Die gehen bestimmt nicht kaputt. Aber anscheinend soll man die wirklich kaputt machen. Naja, okay. Von mir aus. Die halten wohl nur echt viel aus. Wartet mal schnell. Für was habe ich denn Sprengstoffkanister, die ich sowieso nie benutze? Oder? Vielleicht hilft das. Ja, 500 Erfahrungspunkte. Ich verstehe, die machen wir einfach kaputt. Ach was, und dann kriegen wir auch noch ein Funkgerät dafür. Aha. Na gut. Warum nicht, oder? Wo ist mein Fahrrad? Du bist gar nicht mein Fahrrad, aber scheinbar habe ich dich noch nicht gelootet. Wie kann denn das passieren? Schauen wir mal ins brennende Auto. Was leuchtet denn da? Ach, der Kopf der Antenne leuchtet noch. Na, ist noch ein bisschen Restladung drin anscheinend. Ist schon ziemlich ausgebrannt. Na gut. Fahrrad? Die Hitze und dieses Fahrrad sind auch komisch. Manchmal muss man schon sehr komisch stehen, um das anklicken zu können. Radeln wir weiter. So, weiter geht's. Mir ist gerade die Festplatte übergelaufen. Zum Glück hatte ich Sound an. Ich habe gleich die Fehlermeldung gehört, die Windows-Fehlermeldung, sonst wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Kein Platz mehr auf der Festplatte. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das sollte nicht passieren, aber so ist das manchmal. Festplatten, ey. Ich hoffe, irgendwann ist es mal so weit, dass wir einfach so viel Speicher zur Verfügung haben, dass es einfach komplett wurscht ist.
Akkus und Festplatten, das sind für mich so gefühlt als Nutzer quasi, nicht als Hersteller, sondern nur als Nutzer gefühlt die beiden großen technologischen Klötze am Bein, mit denen man sich rumärgern muss aktuell. Akkus und Festplatten sind einfach zu klein und sollten bitte einfach so riesig sein, dass man einfach, ne, einmal, man kriegt so ein Gerät, so ein Handy mit vollem Akku und der wird einfach nicht leer. Man hat nicht mal mehr Ladekabel, weil es nie leer werden kann, weil es einfach 10.000 Jahre lang Akkulaufzeit hat. Das wäre meine ideale Vorstellung für das Problem. Erst dann bin ich zufrieden mit meinen Akkus, wenn wir das erreicht haben. Und genauso ist es im Grunde mit Speicherplatz. Man hat dann einfach zwar eine Festplatte im Rechner, aber es ist eigentlich wurscht und hat auch, ne, man denkt gar nicht drüber nach, weil es gibt nicht so viel Daten im ganzen Universum, als dass die Festplatte jemals voll werden könnte. Erst dann bin ich zufrieden. Ich glaube, ich habe manchmal, gerade was technologische Sachen angeht, einfach sehr hohe Ansprüche. Deswegen bin ich nie zufrieden. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn Sachen nicht absolut perfekt sind, finde ich die einfach halt irgendwie nicht gut. Ich meine, ist schon okay. Kann ja sein, dass man das technisch nicht besser machen kann. Meinetwegen, kein Problem. Sag ja nichts. Sag ja nicht, ich könnte es besser machen. Ich sage nur, ich bin nicht zufrieden damit. Ob es jetzt realistisch ist oder nicht, ist mir wurscht. Radl, 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 Radl. Mit dem Radl radeln, das ist schön. Es könnte wirklich so ein Schlager oder eher so ein Volksmusik-Hit werden. Radl, 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 Radl. Mit dem Radl radeln, das ist schön. Ich kann mir vorstellen, was hier passiert ist. Ich glaube, der Schriftzug wird im Grunde nur auf das Auto projiziert. Das ist nicht wirklich Teil der Textur. Und wenn ich das öffne, verändert sich der Winkel und dann weiß das Spiel nicht mehr, wo der Schriftzug hin projiziert werden soll. Das ist so lustig. Hey, was haben wir denn da? Ein Visier, das ich, glaube ich, schon zweimal gefunden habe. Cool. Kann man verschrotten. Radl, wenn du nicht immer umfallen würdest und es dann, wow, solche Sachen passieren würden, wärst du nur halb so cool. Insofern, bleib wie du bist, Radl. Bleib wie du bist. Drei Waffen in Saltham. Okay, jetzt hast du mein Interesse geweckt, Spiel. Lass dir von niemandem dreinreden, Radl. Du machst das schon ganz gut so. Ich meine, deine Hitzone und Aufsteigefreundlichkeit könnte ein bisschen besser sein, weil man weiß immer nicht, wo man hinzielen muss bei dir. Aber alles andere ist perfekt. Du bist das Plötze unter den seelenlosen Gerätschaften. Und ich bin stolz auf dich. So. Ich nehme jetzt, ich bleibe auf der Straße, aber wir nehmen jetzt, ist das schon die Straße hier? Nee. Gut. Aber erst schauen wir uns nochmal in dem Wohnwagen um. So ein Radl ist schon praktisch. Ich denke mir das so oft. Ich meine, in The Walking Dead haben sie Pferde, das ist auch nicht schlecht. Aber ich denke mir das so oft in so Zombie-Apokalypsen-Szenarien. Warum haben die Leute keine Fahrräder? Fahrräder sind das perfekte Fortbewegungsmittel für die Zombie-Apokalypse. Es verbraucht keinen Rohstoff, kein Benzin. Man kann schnell aufspringen oder abspringen, vor allem, wenn es irgendwie gerade eine blöde Situation ist und es einfach liegen lassen. Man kann es zur Not sogar auf Zombies werfen, wenn es nicht anders geht, um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Man passt überall durch, es ist wendig, es ist agil. Fahrräder sind das perfekte Zombie-Apokalypsen-Fortbewegungsmittel. Es braucht nicht viel Pflege. Zur Not kann man so einen Reifen auch einfach flicken und so. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum nicht alle in Zombie-Apokalypsen-Szenarien immer nur Fahrräder benutzen. Ich sehe keinen Nachteil und nur Vorteile. Ich schätze mal, der gelbe Zettel ist das Telefonbuch. Ich wollte gerade was anderes sagen. Während ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass es Blödsinn ist. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, ich schätze mal, der gelbe Zettel ist das Out-of-Order-Schild. Aber nee.
Da ist es aber sehr rot da hinten. Was ist denn da los? Das ist wirklich nur normale Beleuchtung. Ah, ich weiß so, was die Entwickler mit den ganzen Fallen und dem Fernglas und so aus dem Spiel machen wollten. Aber das hat meiner Meinung nach nicht ganz funktioniert. Aber gut. Was wird mir denn da für ein komisches Symbol angezeigt auf der Karte? Hm, weiß ich nicht. Finde den Luftschutzbunker. Ist das da unten? Muss ich da hin? Ach, das ist praktisch. Komme ich zufällig genau richtig? Und jetzt stecke ich hier fest. Ausgezeichnet. Okay. Gut. Vorsichtig, es sind viele kaputte Roboter auf jeden Fall. Und sehr viel Kleidung. Warum ist hier Kleidung? War Rapture und ich wurde nicht abgeholt? Sind jetzt alle aufgefahren zum Himmel? Und ich muss mit den ganzen Maschinen hier bleiben, die Gott gebaut hat, wahrscheinlich. Na, super. Das ist wirklich ungewöhnlich, dass hier so viel Kleidung rumliegt. Warum? Ich habe ja mit vielem gerechnet, aber warum ist. Oder ist einfach nur irgendwo ein Koffer mit ganz viel Kleidung geplatzt und deswegen ist es überall hier rumgeflogen? Oder haben sich hier Leute einfach aufgelöst? Ich meine, ich finde aber auch Leichen, ne? Wenn jetzt nirgends Leichen wären, sondern überall nur Leere, dann würde ich sagen, ist schon mysteriös. Aber ich finde ja auch, weil das sieht schon irgendwie komisch aus, ne? Ich frage mich, ob das nur so, ne, von wegen hier, guck mal, die Leute haben hier panisch ihr Zeug fallen lassen und sind weggelaufen. Oder ob das wirklich ist, hier Leute sind einfach, haben sich aufgelöst und die Klamotten sind auf den Boden gefallen. Eins davon will mir das Spiel hier wahrscheinlich mitteilen. Ich weiß nicht was. Gehen wir in den Bunker. Aber erst in der nächsten Folge. Ha! Cliffhanger! Macht's gut. Bis dann. Ciao.